Musikalisch umrahmt von der örtlichen Musikschule wurde jetzt in Lohne zum zweiten Mal der Natur-, Umwelt- und Klimaschutzpreis verliehen. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr Jürgen Göttke-Krogmann für sein Engagement in diesem Bereich. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Herr Gertesmeier, ein Natur-, Umwelt- und Klimaschutzpreis. Warum vergibt die Stadt Lohne denn so etwas? Wie kam das überhaupt? Also wir halten es für sehr wichtig, dass wir Engagement um die natürlichen Lebensgrundlagen fördern wollen. Wir wollen die Menschen auszeichnen, die sich in besonderer Weise einsetzen für die Natur, für die Umwelt, letztlich für unsere Heimat. Und deswegen haben wir im Jahr 2012 beschlossen, einen solchen Preis auf den Weg zu bringen, auch als kleines Zeichen der Stadt Lohne für die Förderung eines solchen Engagements. Wie umweltbewusst sind Sie selbst denn? Kommen Sie auch mal mit dem Fahrrad zum Rathaus oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, das kommt sicherlich manchmal vor, ist aber noch ausbaufähig, das gebe ich ehrlich zu. Der Einsatz des Fahrrades sollte noch häufiger erfolgen. Aber für die Stadt Lohne kann ich sagen, dass wir natürlich immer wieder in einer Abwägung stehen zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und dass diese Themen für uns jeden Tag eine Rolle spielen. Und wir wollen heute an einem Tag wie diesem besonders eben auch das ökologische Engagement in den Vordergrund rücken. Jürgen Göttke-Krogmann bringt auf seinem Hof jungen Menschen die Kulturlandschaft dieser Region näher. Um nur ein Beispiel für sein Engagement zu nennen. Herr Göttke-Krogmann, wie fühlen Sie sich denn jetzt als frisch gebackener Preisträger nach so einer persönlichen Ehrung hier im Lohner Ratssaal? Ja, sehr geehrt, etwas verwundert, dass das, was ich so in meinem Leben gemacht habe, dann doch so etwas Besonderes ist, dass ich so einen Preis dafür bekomme. Wie wichtig ist denn der Umweltschutz, sich mehr der Natur zu widmen, Klimaschutz im Allgemeinen? Wie wichtig ist das denn oder wie wichtig kann das auch noch werden in Zukunft? Wenn wir die Entwicklung unserer Landschaft sehen, wie Siedlung und Gewerbe sich immer mehr ausbreiten, wie immer mehr Land verbraucht wird, dann ist es umso wichtiger, das, was unsere Vorfahren uns hier hinterlassen haben, in den Vordergrund zu stellen und dafür sensibel zu machen, dass wir hier einen Kulturschatz haben, der mit dem nicht so leichtfertig umgegangen werden sollte. Und dass man sich wirklich bei diesen Entwicklungen, die hier in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben, fragt, ob es nicht wichtig ist, dass man wirklich auch mehr bereits vorhandene Gewerbe und Wohngebiete verdichtet und dafür Landschaft in der bisherigen Art erhält. Und was meint Sie, was kann denn der Einzelne vielleicht auch tun? Haben Sie da noch so einen kleinen Tipp? Kann ja jeder, bei jedem Einzelnen fängt es ja schon an mit dem Klimaschutz. Können Sie da vielleicht auch was mitgeben, worauf man so achten kann im Alltag auch? Ja, Klimaschutz ist natürlich das Wichtigste, was wir überhaupt alle machen können, ist, dass wir Strom einsparen, dass wir nicht über alles Mögliche reden, was man an Programmen gestalten kann, sondern dass es einfach wichtig ist, dass man zu Hause bewusst lebt und in seinem Leben sich so organisiert, dass man möglichst geringere Stromkosten hat im nächsten Jahr als in diesem Jahr. Und das ist ein wichtiger Punkt, der betrifft jeden Haushalt. Und das ist das, was auch jeder, wo auch jeder mitmachen kann. Wo nicht nur die mitmachen können, die eben auch Fläche zur Verfügung haben, so wie ich mit meinem Hof, sondern jeder für seinen kleinen Bereich. Ganz genau. Das merkt dann nicht nur die Umwelt, sondern ja auch noch der Geldbeutel. Also im doppelten Sinne etwas Gutes. Vielen Dank, Herr Göttke-Krogmann. Bitte.